Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Heute geht es hier um dieses Bild. Heute Morgen, es ist noch sehr früh, mir ist nach Malen zumute. Und ich habe aber gestern Abend schon alles vorbereitet, also Acrylfarben, Pinsel, Papier, wo ich die Farben jetzt gleich drauf mache. Wasserglas natürlich und hier zum Abstreifen. Und ich würde sagen, beginnen wir. No. So. Und das Ganze natürlich, jetzt hier das Papier ist mit Kreppband fixiert, damit es, wenn es wählt, danach sich wieder glättet. Ein bisschen Gold mit dazu. Noch gerne gleich. Das Ganze soll ja locker, fluffig aussehen. Ja? Das sind meine geliebten Aquarellfarben. Das soll ja ein bisschen wie used, ne? Wie benutzt. Macht das Ganze, wird dann ein bisschen interessanter. Also man könnte theoretisch auch das Papier vorher mit Aquarell ganz leicht vorbereiten. Die Möglichkeit besteht auch. So. Jetzt wird es doch eine Mischtechnik, ne? Ja, so ist es. Man weiß nie, wohin die Reise geht. Okay. So. Das ist jetzt erst der erste Schritt. Man kann auch, das hier vermischen sich natürlich die Farben. Man könnte theoretisch jetzt auch noch Augenblick. Ja, ich habe mich jetzt nicht so vom Hocker. Und ich würde sagen, noch ein bisschen Gold. So, das Ganze muss jetzt mal erst ein bisschen antrocknen, bevor es in den nächsten Schritt geht oder zum nächsten Schritt. So, ich habe jetzt noch ein paar Farben mit dazu genommen. Ich weiß jetzt auch noch nicht so recht, ob das wirklich passt. Aber bei Acryl kann man ja auch gut ein bisschen drüber malen. Ah ja, das kommt gar nicht mehr so schlecht hier. Das passt. Also ich finde diese Kleckstechnik unglaublich entspannend. Entspannung pur. Ja, die nächste Woche, jetzt in 2 Tagen, geht es ja nach Paris. Und da bin ich natürlich sehr aufgeregt. Ich freue mich tierisch auf Paris. Werde natürlich da auch ein paar Videos drehen. Besuche einige natürlich Galerien und Ausstellungen, Museen. Ist ja die Stadt schlechthin. Und ich freue mich natürlich darauf, auch wieder Bilder von Van Gogh zu sehen, ja. Und deswegen halt jetzt auch hier heute Morgen ein bisschen Entspannung, weil ich wirklich vor Aufregung, ja, kaum schlafe. Und das ist unglaublich schön, so eine Vorfreude. So. Jetzt sieht man, es geht jetzt von den Farben her fast ein bisschen in eine andere Richtung. Und das Schöne an Acryl ist,
Ich kann ja hier ein bisschen drüber malen und dann entstehen diese tollen neuen Effekte. Also hier das Blau finde ich etwas störend. Da kann man aber auch ein bisschen jetzt mit Gold drüber gehen. Man könnte jetzt auch leicht ein bisschen mit Weiß, das wäre auch möglich. Aber es soll ja spontan sein. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal Großfarben zu mischen. Es soll ja auch etwas Unperfektes an sich haben, ne? Dieses spontane Unperfekt. Das macht es ja häufig aus. Und das ist jetzt hier Gold. Da kann man, Augenblick. Braucht es aber nachher zum Fixieren ein Lack. Das sind Pigmente, ne? Goldpigmente. Und die müssen fixiert werden mit Lack. Also so viel würde ich jetzt hier gar nicht mehr gestalten, oder ich würde jetzt fast eher schon ins Spielen gehen. Ne? Spielen bedeutet für mich, dass ich dann mit bestimmten Stiften Formen erkenne, nachzeichne, also ich fühle mich dann in das Bild rein, erkenne Dinge, die ausgearbeitet werden wollen oder auch nicht. Das ist dann für mich dieser spielerische Abschluss. Aber jetzt für die Neugierigen am Sonntag, den 11. August, also jetzt hier morgen, 11. August 24 sind wir, ne? Um 11 Uhr gibt es dann oder biete ich ein Live-Webinar an und da malen wir oder zeige ich dir dann Schritt für Schritt, wie wir in dieser Technik spontan, intuitiv ein expressives Porträt malen. Und das Ganze Schritt für Schritt, sodass du nebenbei bei dir zu Hause mitmalen kannst. Das Ganze findet über Zoom statt. Und die Verlinkung, die Anmeldung findest du jetzt unten in der Beschreibung des Videos. Ja, und ich spiele hier jetzt noch ein bisschen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Bis bald und hab eine gute Zeit. Tschüss. Ich spiele hier noch ein bisschen.